Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und wir haben hier beim letzten Mal noch die Funkstation hinbekommen. Ich hier, ne? Jetzt würde es mich interessieren, was man hier machen gehen kann. What? What? Wieso zwei Arbeiter? Oder was? Also, ist besetzt, ne? Ja. Ja, Ersatzteile sind wieder erschöpft. Handelsschiff, geh mal bitte weg. Jo, wozu bist du fähig? Zum Abfangen einer Nachricht. Landeplatz. Ich weiß nicht, wieso ich keine Kolonisten erhalte. Ja, hier benötige ich noch Teile für, ja genau, ne, für die Erzeugung, für die Produktion von Bohrpott. Dann habe ich hier Bohrpott, Transportpott, Baubot wird mir, kann ich alles hier bauen gehen. Ne? Und wenn ich schauen möchte, dass hier meine Ingenieure da herinnen mehr beschäftigt sind als draußen und so, ne? Und meine Arbeiter auch da herinnen mehr beschäftigt sind, kann ich ja mal schauen, dass ich hier mehr Bots erstelle. Ne? Also im Moment schaut's ganz gut aus. Ne? Das Einzige, was ich brauche, ist mehr Transportbots, mehr Bohrbots, ne? Also Bohrbots mache ich sowieso gerade einen dritten. Ne? Transportbots werde ich dann noch brauchen. Was ich mir nachher dann umstellen würde noch. Ne? Die brauchen zwar jetzt ihre Zeit zum... und da hat gerade der Laser geschossen, Dankeschön. Dankeschön, dass der überhaupt mal in Benutzung ist. Danke. Und auch die Funkantenne. Ui, und gleich ein zweites Mal. Wow. Und die Funkantenne wird hier auch gerade ausgerichtet. Keine Ahnung, was ich hier genau machen kann. Ne? Jede gebaute Funkantenne erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Funkspruch empfangen wird. Jede gebaute Funkantenne. Muss man mehr bauen. Jedes gebaute Teleskop erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sandstürme, Sonneneruption oder Meteore entdeckt werden. Na, sehr schön. Hat eine Aufladezeit und kann nur einen bestimmten Radius abdecken. Kann es auf Planeten, auf denen Meteore eine große Gefahr sind, sinnvoll sein, mehrere Laser zu bauen. Aber das habe ich hier auch schon bemerkt. Aber gleich ich zweimal hintereinander abgeschossen, ne? Oh, und anscheinend dadurch, dass ich das Kontrollzentrum hier doch ein bisschen in die Höhe geschraubt habe, ist jedes Mal ein Arbeiter da und jedes Mal ein Ingenieur, ne? Okay, jetzt sind sie gerade mal essen gegangen, ne? Aber sie kommen halt gleich dann wieder und betreiben mir die Anlagen, die zugehörigen, ne? Das finde ich ganz gut und der geht mir jetzt hier reparieren. Sandsturm entdeckt. Dann gehen wir da mal schön brav auf Alarmstufe gelb schon. Wenn schon der Sandsturm entdeckt wurde. Schauen wir uns gleich mal an, dass hier ja alle Leute in der Basis sind und bleiben. Also von der Erzproduktion geht es ganz gut voran, ne? Muss man schon sagen, ne?
Da wird der Bohrbot gerade wieder instand gesetzt. Ne? Was bist du, Handelschef? Bitte verschwinden noch, bevor der Sandsturm kommt, ne? Na gut, er kommt bald, ja, super. Ich bin schon seit mindestens 30 Minuten hier auf Alarmstufe Gelb, meine Damen und Herren. Mindestens seit... Steht kurz bevor, ja, ich war schon seit 30 Minuten auf Alarmstufe Gelb hier. Wozu eigentlich die Funkanlage dient, weiß ich jetzt selbst nicht. Irgendwie habe ich keinen Plan jetzt. Irgendwie habe ich absolut keinen Plan. Basisverwaltung, Meilensteine, Technologien. Patent für Bohrbot, Patent für Baubot habe ich im Plan, ne? Herstellungsgrenzen habe ich schon geschaut, Sicherheitskontrollen, Alarmstufe ist gelb, Landeerlaubnis habe ich eigentlich erteilt für beide Schifffahrten. Ich bekomme einfach nicht. Und was mache ich mit den Funksprüchen, die abgefangen werden? Jemand eine Idee? Ich nicht. Und an Arbeit, ja. Was? Bewacht werden und je Antenne sind eine Funkkonsole und ein Arbeiter erforderlich. Na super. Sprich, ich komme mit dem Kontrollzentrum auch nicht aus, wahrscheinlich. Ne? Eine Antenne, eine zweite Antenne und dann noch. Also, ne? Und dann noch eine Funkkonsole, ne? Benötigen. Ne? Genau, so schaut's aus. Meine Energiespeicher sind im Moment leer, ne? Super. Oder fast leer. Durch den Sandsturm halt, ne? Wie schaut's denn überhaupt aus, ne? Ja, die werden wenigstens wieder geladen. Ressourcentechnisch schaut's nicht einmal so schlecht aus. Könnte natürlich alles viel besser sein. Könnte viel besser sein. Okay, der fährt jetzt hier zum Service. Zum Service vom Wintergard. Der hat Servicetätigkeiten vor sich, sehr schön. Da geht ein Ingenieur dran rüber. So, danke schön. Ja, wie schaut's denn aus, ne? Gibt das mit dem Teleskop vielleicht auch noch? Und je Teleskop sind eine Teleskopkonsole. Als hätte ich mir das jetzt da fast gedacht, ne? Ich weiß noch nicht, wo ich die Waffen erzeuge, ne? Muss ich mal schauen, ne? Wache, Komponenten, Waffen. Waffenkammer.
Komponente in der Waffen gelagert werden können. Wachen und bei Alarmstufe Rot. Auch Kolonisten können sich hier mit Waffen ausrüsten. Waffenwerkstatt. Fabrikkomponente, wo ein Ingenieur Waffen herstellen kann. Ja. Heißt was? Fabrik ist ja das hier, ne? Da bin ich ja absolut. Ah. Ich habe gar keinen Platz für Waffenwerkstatt. Ist ja zu klein hier, ne? Aber ich würde vorschlagen, dass ich hier einmal was ganz Besonderes mache noch. Schließlich habe ich das schon längst meinen lieben Kolonisten hier versprochen und bis jetzt noch nicht einmal eingehalten. Das muss ich jetzt aber schleunigst einmal einhalten gehen, ne? Was man verspricht, sollte man auch halten, ne? Sich ausruhen und etwas trinken können. Freizeit- und Fitnessgebäude. Dann machen wir mal hier die Bar. Und die Bar, die schließen wir gleich mal hier an. Ne? Weil es so schön ist. Oh, das wird schon ausreichend sein. Das wird schon hinhauen irgendwie, ne? Solange mir hier da auch noch einige Sachen erstellt werden und hergestellt werden. Und mittlerweile haben wir ja soweit das Ganze im Griff, dass wir sagen können, oder dass ich ja mal schon behaupten kann, die Erzproduktion ist ganz gut. Und ich kann hier die Rohstoffweiterverarbeitung dann auch ausbauen gehen. Ne? Soweit, glaube ich, können wir das schon mal festhalten. Jo, das ist einmal das hier gewesen. Da ist auch schon der Herr Ingenieur unterwegs. Weil dem Herrn Ingenieur ist ja nichts zu schwören. Da sind mir beide Bohrbots drin. Bar wurde gebaut. Hallo? Was vergessen oder was? Also, da kommt mir der Baubot. Der macht mir hier noch den Gang fertig. Wie sieht denn die Versorgung von Wasser hier aus, ne? Ah gut, ja, nee, ne, ja, könnte mal Wasserspeicher vielleicht auch aufbauen gehen. Wäre vielleicht nicht mal so übel. Jo, was werden wir denn hier genüsslicherweise brauchen? Ich habe wieder natürlich nur eine einzige hier, ne? Einen einzigen hier hergestellt, ne? Eine kleine hier, ne? So, dort. Dann nehmen wir noch Wasserspende. Weil wir nicht so sind, wollen wir hier natürlich auch noch. Auf welche Seite gehen wir denn hin, ne?
Machen wir da den Videobildschirm noch. Bartische. Einmal. Kann man den ja auch woanders hin noch? Ja, da machen wir einen städtisch hin. Das Bar hat kein Wasser. Wieso hat die kein Wasser? Wozu braucht die Wasser? Brauche ich Wasser? Wasser? Ah, ne, ja, genau, ja. Auf. Water Extraktor. Wasserextraktur. Dann Wassertank. Ganz wichtig, einen Wassertank brauche ich auch noch. So. Juba ist auf jeden Fall einmal aufgebaut. Da dürft ihr mal ja auch ruhig schön langsam hier was machen gehen. Ne? Ah, da wird Bier gebraut. Wird wahrscheinlich zu wenig werden, aber bitte. Ne? Ich weiß, Baubots und Transportbots werde ich hier zur Genüge benötigen wollen. Hier, ne? Wird dann auch das eines der nächsten Projekte sein, die ich hier weitermachen werde. Mehr Roboter bauen, sodass hier meine Kolonisten ein bisschen weniger zum Tun haben und sich hier ausrasten können und sich hier wohlfühlen und ja, ne? Und hier wird gerade Bier gebraut. Hier wird gerade das erste Bier gebraut. In der neuen Bar. Wird hier gerade Bier gebraut und ja, der geht ja auch mal fernschauen. Ja, kann er ruhig, darf er ruhig, ne? Muss ja nicht da nach vorne gehen zum Fernschauen. Ne? Darf er ruhig auch da hinten fernschauen, ja, ne? Genau. Wie schaut's denn aus mit dem Wetter? Ja, wird noch nichts weitergebaut hier, ne? Super. Ja, wahrscheinlich noch immer zu wenig Metallproduktion hier, ne? Da wäre eine, ja, Wasserextraktor wurde gebaut, endlich einmal, ne? Hier noch da die Verbindung. Ja, danke. Also da dürfte ja hier mal wieder mehr als genug da sein, ne, ja. Und hier, der geht schon mal Bier trinken, ne? Der darf schon mal hier seinen Feierabend genießen und sich die Laune mittels Fernseher und mittels Bier schon hier ein bisschen erheben, würde ich sagen. Ich habe gesagt, du darfst dir den Laune eben gehen. Ja, genau. Genau das ist es, was ich gemeint habe. Ne? Du darfst dir Laune bekommen. Ne? Und was haben wir denn da jetzt? Die Kolonie oder Handelsschiff? Was bist denn du? Handelsschiff. Wieso bekomme ich keine Kolonisten? Ich verstehe das nicht. Ich werde mir mal kurzfristig die Händler abschalten und nur die Kolonisten aktiviert lassen. Und wenn ich mir das hier beim nächsten Mal nicht vergesse, ne? So. Wird da jetzt was gebaut oder wird da nichts gebaut? Nein, wird noch nichts gebaut. Ich brauche noch Metall.
Bist du da endlich fertig? Nein, bist noch nicht fertig. Ich muss nämlich schauen, dass ich hier, wie gesagt, weiter mit den Robotern mache. Wie mehr Roboter hatte ich so besser. Ah, Kolo, das ist Kolo-Schiff, das ist Kolo-Schiff. Ich habe die endlich ausgeschaltet. Das kann nur Kolo-Schiff sein. Was kommt denn da jetzt? Na, was kommt? Wer kommt? Was kriege ich? Eine Arbeiterin. Eine einzige. Eine einzige Arbeiterin. Und ich habe ein klitzekleines Problem. Ich bin voll. Mir ist genau der Prozentsatz jetzt voll. Das heißt, ich habe jetzt hier ganz genau das, was ich haben wollte, oder was? Kann ich das hier eventuell steigern gehen? 40%. Das hier steigern. Biologen. Ich würde gerne mehr Ingenieure haben. Na, dann habe ich keine Sanitäter mehr. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob sie da irgendwas noch tut, ne? Oder ob ich an meinem Maximum an Kolonisten hier angekommen bin. Hier gibt es zumindest Wasser. Und der Wasserturm ist gefüllt. Gefüllte Wassertürme. So, dann würde ich vorschlagen, ich brauche hier noch die Aufbereitungsanlage. Aber wo setze ich mir die wieder ein? Ohne dass ich hier... Ich würde da eher gerne eine Verbindung zum Kontrollzentrum haben, aber das scheint mir hier nicht zu funktionieren. Macht nichts. Muss ich es halt so machen, irgendwie. Oh, okay, gut, das war der Laser. Dankeschön, werter Herr Laser. Ein zweites Lager werde ich mir sowieso auch noch mit aufbauen müssen. Habe ich das Gefühl. Und eventuell aber so sollte ich mir diese Anlagen hier da drüben hin verfrachten. Beziehungsweise die Luftschleuse ist irgendwie jetzt viel am Platz. An dieser Stelle. Lass mal die Luftschleuse so. Aufbereitungsanlage für Metalle und so. Ja, und das wird eine ziemlich lange, genau,
Eine ziemlich lange Folge hier heute, ne? Oder wir werden einfach kurzerhand das Ganze für heute beenden. Beim nächsten Mal geht es hier weiter mit dem Aufbau von der zweiten Aufbereitungsanlage und dann auch noch einer weiteren Fabrik für Wappen und so. Und eventuell noch für Ersatzteile und so. Ja, einfach mal abwarten und zuschauen. Ne? Dranbleiben, liebe Freunde. Hier erfahrt ihr, wie es bei mir weitergeht. Das Ganze in einer Woche am Dienstag. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao, schöne Woche.